unter Strom. Bestimmt bekommen, weil wir halt nicht explodiert sind. Also nicht an die Strommasten rangekommen sind. Oh, 59 Millimeter. Oh mein Gott. Und wir sehen uns, wie wir hier rumliegen, ganz erschöpft, weil wir durch Scherben gewartet sind. Dir nicht einfach so rumliegen. Ethan? Ethan, hören Sie mich? Gerät man denn in solch einen Zustand? Ja, gute Frage. Okay, ganz ruhig. Ich muss ihm irgendwie helfen können. Ich kapiere das mit den Origami-Figuren nicht. Was macht er damit? Neugierig zu sein ist nicht immer gut. Ja, hinterhält sie uns noch für den Origami-Killer. Sie haben sehr hohes Fieber. Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Ja, wie schlimm sind die Wunden? Sieht ja nicht gerade sehr verletzt aus. Ich hätte es mir jetzt schlimmer vorgestellt. Gut, Ihre Arme sehen schlimm aus. Ich desinfiziere die Wunden. Soweit ich weiß, kann man dann sehr schlimm aussehen. Okay, jetzt können wir den Schrank öffnen. Und da ist mehr drin als vorhin. So, wir brauchen etwas gegen Fieber. Verband. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für Sie tun kann. Denn wir haben ja auch eine Brandsalbe und die wäre gut, wenn wir uns jetzt verbrannt hätten, aber erstmal Medikamente. Fiebermittel. Das war ja ihre Diagnose. Fieber und ein paar Verletzungen am Arm. Deswegen müssen wir das Ganze desinfizieren. Nimm mal den Arm her. Jetzt muss ich das schon wieder langsam machen. Ganz langsam, Alter.
So. Ich habe alles desinfiziert. Ich kann ihn noch durch die Haare stechen, ja? So, so. Bandelt sich da noch was an, oder? Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Mit langsam mal. Wie geht es Ihnen? Ging schon besser. War ich lange weg? Ungefähr 3 Stunden. Warum spielen Sie denn Samariter? Sie kennen mich nicht mal. Sie haben mir ja keine Wahl gelassen. Oder hätte ich Sie so liegen lassen sollen? Was ist das für eine Frage? Sie war in der Lage, dir zu helfen, also hat sie es getan. Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Ich versuche damit zu leben, aber es ist schwer. Das ist jetzt schon das 2. Mal, dass ich Sie so antreffe. Es ist, als würden Sie ständig um Ihr Leben rennen. Was ist los, Ethan? Tut mir leid, ich bin viel zu neugierig. Ich meine, schließlich kennen wir uns ja kaum. Warum sollten Sie mir trauen? Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Niemand kann das. Sie haben schon viel getan, Madison. Okay. Ich gehe dann. Viel Glück. Das werden wir auch brauchen. Und weiter geht's. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen uns um Jungen retten. Sind Sie bereit, ein Opfer zu bringen, um ihn so zu retten? 97 Marble Street. Und jetzt sind wir wieder am Madison. Es ging aber schneller wieder. Wechselwetter. Ich war es nicht, ich schwöre, ich war es nicht. Das ist nicht mehr das. Ich mache so etwas nicht, ich bringe keinen Doch nein? Warum sind Sie dann von der Befragung weggerannt? Wissen Sie doch, ich war nicht bei meinem Bewährungshelfer. Ich wollte nicht in den Knast. Hab die Cops gesehen und bin weg. Ich hab nicht nachgedacht. Seine Aussage ist geprüft. Er hat ein Alibi für 3 der Morde.
Der Drecksack hat perfekt gepasst. Shit! Scheint es aber nicht zu sein. Ash? Okay. Die Mutter von Sean Mars ist hier. Sie würde gern mit dir sprechen. Es war vor ein paar Monaten. Mitten in der Nacht. Es hat geregnet. Ethan kam klatschnass um 3 Uhr nachts heim. Ich fragte, wo er war. Er sprach von Ertrinken, Regen. Es ergab alles keinen Sinn. Da war etwas in seinen Augen. Als wäre er nicht er selbst. Vielleicht gibt es keine Verbindung. Aber am nächsten Tag gab es einen neuen Bericht von einem Opfer des Origami-Killers. Finden Sie schon. Ich bitte Sie. Ich bin Lieutenant Carter Blake und das ist Agent Norman Jaden vom FBI. Wir wissen, dass Ethan Mars Ihr Patient ist. Wir hätten ein paar Fragen über ihn. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Wie war das? Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Ich darf unter keinen Umständen über meine Patienten sprechen. Ich muss Sean Mars lebend finden und mich interessiert Ihre Schweigepflicht einen Scheiß! Wenn Sie einen Patienten verdächtigen, sind Sie verpflichtet, es der Polizei zu melden. Tut mir leid. Ich kann nicht helfen. Und jetzt gehen Sie bitte. Sie müssen uns helfen. Zu Ihrer Sicherheit. Sean Mars Leben hängt von Ihnen ab. Sagen Sie uns unbedingt alles. Drohen Sie mir etwa? Ich gebe Ihnen nur einen kostenlosen Rat, Doc. Nehmen Sie ihn an. Doktor, es geht um das Leben eines Kindes. Vielleicht können Sie helfen, ihn zu retten. Ich werde mich über Ihr Verhalten bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Doktor, Sie gehen mir echt auf die Nerven. Für mich zählt nur, den Jungen zu retten. Und jetzt sind Sie so nett und sagen uns, was Sie wissen. Sonst garantiere ich mir nichts. Was machen Sie? Sind Sie verrückt? Lassen Sie mich, Jaden. Der Typ weiß was. Und ich gehe nicht, bevor er es rausrückt. Sie haben dazu kein Recht. Blake? Los, Doc. Wollen Sie Polizei steht nicht über dem Gesetz, ne? Nur so zur Info. Sie haben kein Recht, ihn zu prügeln. Ich rette ein Kinderleben, verdammt! Verpissen Sie sich! Ja, so rettet man ein Kind. Wenn Sie den Mann nicht in Ruhe lassen, melde ich Sie und Sie sind raus. Was ist denn los mit Ihnen, Norman? Kalte Füße? Wollen Sie denn Sean nicht mehr retten? Ich will Sean Mars retten, genauso wie Sie. Aber ich halte mich ans Gesetz. Hören Sie mit dem Scheiß auf! Jetzt! Sofort! Ethan Mars hat psychische Probleme seit dem Tod seines Sohnes. Er fühlt sich verantwortlich. Eine krankhafte Neurose. Bilder ertrinkender verfolgen ihn. Vor ein paar Wochen, nach einer unserer üblichen Sitzungen, fand ich das auf dem Boden. Es war aus seiner Tasche gefallen. Eine Origami-Figur. Guter Kopf. Es gibt noch eine andere Trophäe, die heißt Böser Kopf. Da lassen wir den nämlich verprügeln. Ash, setz jeden verfügbaren Mann auf Ethan Mars an. Beobachtet sein Haus Tag und Nacht. Gib einen Suchbefehl an alle Behörden aus.
Beobachtet die Bahnhöfe, Flughäfen, Busstationen. Ich will jeden Kopf an seinem Arsch, damit er kapiert, dass wir es wissen. Ja, Ethan Moss ist der Origami-Killer. Doch genug Beweise dafür. Aber es klingt schon plausibel. Aber warum sollte er seinen eigenen Sohn entführen? Warum sollte er sich selbst quälen? Wenn er weiß, wo sein Sohn ist, dann würde er ihn doch bestimmt holen kommen. Auch wenn er Blackouts hat, obwohl er, nee, ja, wenn er Blackouts hat, dann weiß er es natürlich nicht. Nicht schlecht. Danke. Kommen Sie rein, Mr. Shelby. Möchten Sie Kaffee? Oh nein, danke. Spielen Sie? Ja, einmal. Die sind heute noch mit der Rasenpflege beschäftigt. Interessanter Sport. Man braucht Kraft, aber auch einen kühlen Kopf und Genauigkeit. Wollen wir ein paar Bälle schlagen? Hier können Sie auch keinen Rasen zerstören. Okay. Nehmen Sie sich doch einen Schläger. Danke. Bälle sind im Korb. Das Wichtigste ist, den Schläger richtig zu halten. Bereit machen und schwingen. Machen. Schwingen. Das war nur der erste Ball. Sie sollten nächstes Mal härter zuschlagen. War das zu lasch? Aber Sie haben mich doch nicht nur zum Golfspielen eingeladen. Ich habe gehört, Sie stellen Fragen über meinen Sohn. Stimmt. Mich interessiert, ob Gaudi in den Origami-Fall verwickelt ist. Mein Sohn hat mit derartigen Sachen nichts zu tun. Dann muss ihn ja meine Ermittlung nicht beunruhigen. Sie brauchen gegen meinen Sohn nicht zu ermitteln. Er hat damit nichts zu tun. Und warum hat er dann gesagt, er sei der Origami-Killer? Bei allem Respekt, Mr. Kramer. Ich allein entscheide, gegen wen ich ermittle. Einflussreicher Mann, Mr. Shelby. Und ich zahle gut für Loyalität. Wollen Sie mich bestechen? Sagen wir mal, ich biete Ihnen eine Entscheidungshilfe. Für wie viel lassen Sie Ihnen Ruhe? Sie verstehen mich falsch. Das zieht bei mir nicht. Bleiben Sie meinem Sohn fern, Mr. Shelby. Sonst bedauert Sie es. Schönen Tag noch, Mr. Kramer. Feind geschaffen.
Einflussreiche Feinde sind die schlimmsten Feinde. Ich hole mir mal eben kurz noch was zu trinken. Gleich wieder da.